Hallo und herzlich willkommen wieder bei Nerdfall Medizin. Ich sitze heute wieder hier mit Daniel Marx. Willkommen Daniel, danke, dass du wieder Zeit gefunden hast. Heute wollen wir wieder so ein bisschen über die menschlichen Faktoren, über den Faktor Mensch sprechen. Daniel, wir haben uns vorher mal wieder unterhalten. Bauchgefühl ist doch so ein Stichwort, ganz was Komisches. Ich komme manchmal in Situationen rein, in der Notaufnahme auf Intensiv oder als Notarzt. Da hat man ein mieses Bauchgefühl oder macht man vielleicht mehr oder macht man weniger, macht man andere Sachen. Aber ich hab überhaupt kein Konzept, was da dahinter steckt. Kann man sich drauf verlassen? Soll man sich drauf verlassen? Es könnte zum Beispiel Hunger sein. Ja. Es könnte einfach nur Hunger sein. Man muss in die Kantine gehen und dann isst du was und dann ist das Bauchgefühl schon wieder viel besser. Aber du meinst ein anderes Bauchgefühl. Das andere Bauchgefühl, das Schlechte, das Gute, es ist meistens ein schlechtes Bauchgefühl, finde ich. Mhm. Soll man drauf hören oder ist man dann... Ich habe dazu kein Konzept, Daniel. Hilf mir. Ich sage immer, das Bauchgefühl ist ja auch im QM gar nicht darstellbar. Also das lässt sich auch nicht in Algorithmen pressen. Da ist auch eine wie sagt man immer, eine verdammt dünne Studienlage zu. Bauchgefühl ist nicht wirklich fassbar. Aber ich gebe dir völlig recht und ich glaube, auch die meisten Zuschauer, die sich so in diesem Metier bewegen, werden das irgendwann schon mal erlebt haben, dass sie so ein bisschen das Gefühl beschleicht, irgendwas stimmt hier nicht. Das ist irgendwie anders, als es irgendwie initial aussah. Und ganz klassisch hat man das ja immer bei diesen Aortendissektionen, Aortenaneurysma, ne, der sich ja gerne so als so ein okkulter Rückenschmerz darstellt. Und man weiß nicht so wirklich genau, was da im menschlichen Körper passiert. Also jetzt nicht bei der Dissektion, sondern bei demjenigen, der mit dieser Situation konfrontiert ist. Es liegt ein Stück weit daran, wie wir Informationen wahrnehmen und dass es ja auch nur ein sehr kleiner Teil ist, der in unser Bewusstsein vordringt. Okay. Also viele Prozesse, um genau zu sein, sind das fast 70% der Eindrücke, die auf uns einprasseln, die eher so im Unterbewusstsein verarbeitet werden. Und also jetzt Eindrücke, Entschuldigung, das ist jetzt, was wir sehen, was wir riechen, was wir hören. Genau. Was wir vielleicht schon wissen. All die Sinneseindrücke oder Informationen, die wir haben, die werden nur zu einem kleineren Teil kognitiv bewusst verarbeitet, zu einem sehr großen Teil aber unbewusst. Also zum Beispiel die Hautfarbe des Patienten ist etwas, das wird ja auch an der Einsatzstelle ganz selten kommuniziert. Das sagt ja ganz selten jemand, boah, guck mal, der ist ja total blass. Mhm. Sondern das ist etwas, was ich sehe. Und ich gehe ja häufig auch fälschlicherweise davon aus, dass das, was ich sehe, auch alle anderen gerade zeitgleich sehen. Mhm, also brauche ich ja gar nicht drüber reden. Mhm. Wie gefährlich das ist, kann man an einer anderen Stelle nochmal thematisieren, dass also nicht alle das denken, was ich gerade denke und auch in der Regel nicht alle das sehen, was ich gerade sehe. Mhm. So, jetzt habe ich also diesen blassen Patienten und jetzt kommen da noch so diffuse Schmerzen dazu, die sind aber irgendwie anders als diese ganzen anderen Rückenschmerzen. Ich gleiche also unterbewusst all die Informationen, die ich jetzt kriege, ab mit ähnlichen Situationen, die ich im Vorfeld schon hatte. Mhm. Und, das ist immer die Voraussetzung, wenn ich tatsächlich schon mal eine Aortendissektion oder ein rupturiertes Aneurysma hatte und diese Erinnerungen sind vakant in diesem Moment und sie kommen auch in diesen Abgleich herein, dann entsteht in meinem Unterbewusstsein tatsächlich auf einmal so ein Alarmhinweis, so oh, oh, oh. Das hattest du schon mal und das lief nicht so gut. Kave, wie es immer so schön heißt. Und jetzt ist immer die Frage, hast du genug kognitive Ressourcen, um auf diese Stimme zu hören? Also nimmst du sie wahr? Oder bist du so im Rausch, im Tunnelblick, in deiner Dynamik drin, dass du das gar nicht wahrnimmst? Das kann leider auch passieren. Und der zweite Punkt ist, was für ein Risikotyp bist du? Bist du jemand, der sagt, komm, läuft. Den kriege ich schon irgendwie ins Krankenhaus, der wird schon nicht so schlimm sein. Oder bist du jemand, der sein Bauchgefühl ein Stück weit respektiert und sagt, die Wahrscheinlichkeit, dass ich mich lächerlich mache, wenn ich den jetzt hier irgendwie als großes Bauchaortenaneurysma ankündige und der hat letztendlich doch nur einen Bandscheibenvorfall, also nur, ist ja durchaus gegeben. Mhm. Aber wenn dir das egal ist und du sagst, hey, safety first, ich muss erstmal immer vom Schlimmsten ausgehen, ich häng den hoch auf, blöd zu sagen, aber ich melde ihn jetzt einfach zack an mit Aortendissektion, auch mit dem Risiko leben, dass hinterher wieder die Leute sagen, war doch klar, dass es das nicht ist. Das ist übrigens beim Mesenterialinfarkt sehr ähnlich. Mhm. Das ist auch so eine Diagnose,
wenn du die präklinisch raushaust, bist du zu 90% falsch. Aber ich fände es nicht so cool, wenn du den einfach irgendwie als, der hat einen Pups quer sitzen, und dann ist es aber wirklich ein dicker Mesenterialinfarkt, wo es ja auch um Zeit geht. Oh ja. Ein sehr schöner Begriff, der kommt so ein bisschen aus dem Polizeibereich, ist die Ex-Ante-Perspektive. Mhm. Kennst du die? Schon mal gehört? Gehört, aber ich kann es jetzt gar nicht so richtig einordnen. Also Ex-Ante ist eine Entscheidung, die du triffst auf Basis der Informationen, die du zum Zeitpunkt der Entscheidung hattest. Macht Sinn. Du kennst Macht diese Sinn. Ganzen Klugscheißer, die 3 Stunden nach deinem Einsatz retrospektiv unter Vorlage aller Ergebnisse, Laborwerte, Röntgen, CT, anfangen, deine Maßnahmen und deine Entscheidungen zu bewerten und zu sagen, ja, aber du hättest doch und hätte man nicht und es wäre doch besser gewesen, wenn. Das ist aber nicht fair, weil du Entscheidungen ja immer nur basierend auf den Informationen zu einem Zeitpunkt X triffst. Wenn das Bauchgefühl dich dabei noch unterstützt, dann ist es auch am Ende völlig legitim zu sagen, hey, dann lag ich halt falsch, es war eine falsche Einschätzung. Aber ich glaube, das ist so mein Fazit, wenn es ums Bauchgefühl geht, lieber drauf hören, du ärgerst dich schwarz, wenn du es wahrnimmst, es aber ignorierst und sagst, naja, wird schon nichts sein, bringe ich den mal jetzt hier in dieses kleine Haus der Grund- und Regelversorgung. Und dann passiert was, weil Patient Safety First, wir müssen immer an die Patientensicherheit denken. Und das ist, glaube ich, ein Aspekt, der wird präklinisch auch ist aktuell sehr in der Diskussion, das ist die Zuweisungsstrategie, in welches Krankenhaus bringe ich meinen Patienten? Ist auch völlig egal, was ich präklinisch zaubere. Wenn ich ihn am Ende aller meiner Entscheidungen im falschen Krankenhaus abkippe, hat er eigentlich gar nicht profitiert. Dann wäre er besser dran gewesen, wenn er mit dem Taxi ins richtige Haus gefahren wäre. Ne? Daniel, das macht für mich Sinn. Zusammengefasst, es gibt sowas wie Bauchgefühl und drauf hören kann einen wirklich den Hintern retten, vor allem dem Patienten vielleicht. Aber eine Frage. Manchmal sagt man aus Angst oder aus Sorge oder aus Bauchgefühl, macht man zu viel. Also wenn ich jetzt bei jedem Patienten mit Bauchschmerz immer denke, das ist der Mesenterialinfarkt, oder wenn ich bei jedem Patienten, der sagt, mich hat es da vor 2 Tagen schon auch ein bisschen im Rücken gerissen oder immer ans Aortenaneurysma denkt, dann würde man ja spätestens in der Notaufnahme vielleicht auch zu viel Diagnostik machen. Also wo hört das gute Bauchgefühl auf, wo man sagt, aha, ne? Sehr gut, ich habe dran gedacht. Und wo fängt die Angst, die einen dann kontrolliert, weil man bei jedem immer das Schlimmste sieht, an? Gibt es da Strategien oder kann man das differenzieren? Du sprichst ein Problem an. Wir alle kennen diese ärztlichen Kolleginnen und Kollegen, die tatsächlich, das ist ja dieser Begriff dieser Defensivmedizin, erstmal alles machen. Ja, genau. Aber dann hat man nichts übersehen. Ganz furchtbar. Ja. Genau. Da geht es tatsächlich auch um den Mut, Entscheidungen zu treffen. Das beinhaltet auch mal den Mut, eine Maßnahme nicht zu machen. Klar, ich kann die Diagnostik immer voll ausreizen. Das kostet halt sehr viel Geld. Verschwendet Ressourcen, nervt oft auch den Patienten, ja, wenn er dann irgendwie erstmal 4 Stunden durch die Diagnostikschleife geht. Es gibt eine Strategie. Das Bauchgefühl wird ja immer da sein. Schritt 1, verbalisiere dein Bauchgefühl. Okay. Und jetzt kommen wir wieder zum Team Resource Management. Du bist ja nicht alleine. Das heißt, du hast dort eine Pflegekraft, du hast dort vielleicht einen jungen Assistenzarzt, du hast vielleicht einen Oberarzt, du hast einen Rettungsassistenten oder Notfallsanitäter. Verbalisiere dein Bauchgefühl, begründe dein Bauchgefühl, sage, naja, Schmerzen finde ich sehr diffus, könnte auch das und das sein, gleicht euch ab im Team. Okay. Und wenn es einen Teamkonsens gibt, dass es tendenziell doch eher etwas Gravierenderes ist, wenn also sehr viel auch bei den anderen dafür spricht, dass das etwas Kritisches ist, dann geh auf Nummer sicher. Wenn aber tatsächlich im Team eher Konsens herrscht, naja, lass uns doch vielleicht den und den Weg einschlagen oder naja, dein Bauchgefühl in allen Ehren, könntest recht haben, aber das kriegen wir ja vielleicht auch raus über eine einfache Ultraschalluntersuchung. Das heißt, ich muss auch aktives Feedback im Team einholen. Ein Bauchgefühl zu verbalisieren ist immer gut und wichtig. Das kann aber auch dazu führen, dass eben das Team dieses Bauchgefühl ein bisschen entkräftet. Ob das am Ende tatsächlich zur richtigen Lösung führt, dafür gibt es keine Garantie. Aber ich glaube, es verbessert die Entscheidungsqualität. Das finde ich eine gute Zusammenfassung. Aufs Bauchgefühl hören,
aber das Bauchgefühl auch mit dem Team kommunizieren, nicht einfach in irgendeiner Richtung losrennen, weil das, wie du sagst, dass das, was ich sehe, das, was ich denke, das wissen die anderen vielleicht gar nicht, auch wenn es für mich völlig logisch erscheint oder wenn ich mir denke, oh, gestern hatte ich genau das Gleiche, das ja. könnte doch was sein. Daniel, vielen Dank. Ich hoffe, dass wir dich noch ganz oft bei Nerd von Medizin sehen. Ich hoffe, oder ich bin mir sicher, ihr habt einen Haufen Fragen. Schreibt es dir alle. Von Daniel gibt es ganz, ganz viel im Internet. Dazu mehr in den Shownotes. Unter anderem auch der Link zu seiner Website und zu seinen ganzen Projekten. Daniel, es war mir eine Freude. Ja, vielen Dank. Ich finde, ihr habt mit Nerd von Medizin ein sehr, sehr cooles, krasses Projekt. Ich bin froh, Teil davon zu sein und freue mich auf mehr. Cool. Bis bald bei Nerd von Medizin. Ciao.